Oppositionsparteien könnten komplett von den TV-Sendern ausgeschlossen werden. Während die politischen Parteien sich auf das Verfassungsreferendum vorbereiten, hat es überraschend ein neues Dekret gegeben. Demnach können etwa TV-Sender und Radiostationen, die gegen das Gleichheitsgebot des Hohen Wahlausschusses verstoßen, nicht mehr mit Geldstrafen belegt werden. Die einzige Institution, die in diesen Angelegenheiten Maßnahmen ergreifen kann, wird der Oberste Rundfunk- und Fernsehrat sein, der unter der Kontrolle der Regierung ist. Mit dem jüngsten Referendum wird es für die betroffenen Medien keine Konsequenzen haben, wenn sie der Opposition keine Stimme geben.